Steffen Geier, Marion Sobol. Gratuliere sehr herzlich. Vielen Dank. Ihr habt einen sehr reichen Vorrat an Hanfprodukten mitgebracht. Vielleicht erzählt ihr darüber noch was. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Produkte, einmal aus den Hanfpflanzen, aus den Fasern und aus den Schäden. Insbesondere Dämmstoffe können Sie bei unserem Stand nicht nur ausprobieren, sondern auch mal mit nach Hause nehmen und mit dem Styropor vergleichen, was Sie vielleicht im Eigenheim verbaut haben. Wir haben aber auch Produkte aus Hanfsamen, also Lebensmittel, Kosmetika, die davon profitieren, dass in den Hanfsamen extrem viele ungesättigte Fettsäuren sind. Wenn Sie gesunde Nüsse essen wollen, kommen Sie mal bei uns am Stand vorbei. Wir haben die auch in süß und lecker. Sind nicht nur süß, die schmecken auch sehr. Haben wir auch probiert. Kleiner Tipp an die anderen Stände, so macht man sich eine Jury gefügig mit geräusterten Hanfsamen. Nein, wir sind aber nicht so günstig davon gefahren. AMB! Ja, wie seid ihr da drauf gekommen, euch um das Thema zu kümmern? Das Thema Hanf liegt uns auf ganz vielen Ebenen am Herzen. Die engste Verknüpfung zu der Szene hier ist sicherlich Cannabis als Medizin. Cannabis, insbesondere die appetitanregenden, die stimmungsaufhellenden Eigenschaften, die wir Kiffer gelegentlich suchen, die sind sehr gut in der Therapie, wenn man an HIV erkrankt ist oder an Krebs leidet oder ähnlichen Dingen. Da wird die appetitanregende Wirkung von Cannabis im Zweifel zum Lebensretter. Und über den privaten Konsum hinaus haben wir dann ganz unterschiedliche Hanfanwendungen kennengelernt. Vom Kraftfahrzeug über das Papier, den Dämmstoff. Die klassische Rückenschmerzenmedizin meiner Großmutter hat noch Hanfkekse gegessen, wenn es gezückt hat. Heute ist das eine verbotene Medizin. Um das zu ändern, haben wir vor über 20 Jahren das Hanfmuseum in Berlin gegründet und organisieren die Hanfparade, die größte deutsche Demonstration für die Legalisierung von Cannabis. Die nächste ist am 8. August. Also 8. August in den Terminkalender rein, ja. Das wird wieder ein großes Ereignis. Das ist sicher. Da kommen aus dem ganzen Bundesgebiet Hanfbegeisterte an. Wir haben ein paar europäische Gäste mit. Eine Veranstaltung ganz ähnlich wie heute oder wie der Christopher Street Day. Jede Menge politisches Angebot, aber auch Live-Musik. Wir haben Mono und Nikita Mann, wir haben die Ohrboden. Wir haben Cat Balloon, eine Blues-Musikerin, die auch hier in der Szene vielleicht bekannt ist. Und wir haben Damien Davis. Bei uns ist das Publikum ein kleines bisschen jünger, das kann ich Ihnen schon sagen. Aber das liegt daran, dass wir am Anfang eines Kampfes stehen, die lesbisch-schwule Szene schon 20, 30, 40 Jahre sehr erfolgreich geht. Wir sind deshalb hier, um zu lernen, wie man Toleranz in der Gesellschaft erreicht. Die müssen wir uns halt noch erarbeiten. Dann ist eure Toleranz jetzt gefragt, denn der zweite Preis, ja, wir hatten große Schwierigkeiten, aber ihr seid nochmal Zweiter und nicht Erster oder Dritter geworden. Der zweite Preis ist, hoffentlich könnt ihr damit umgehen, ein Fässchen Bier. Das liegt uns gar nicht so fern. Hanf und Hopfen sind die beiden nächsten Verwandten. Wenn Sie zufällig keinen Hopfen haben beim Bierbrauen, nehmen Sie einfach Hanfblüten. Das funktioniert genauso. Okay, und dazu die Hanfanlage. Vielen Dank dafür. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem kleinen Präsent. Ich lieber gewesen, die Karte. Das könnte man auch so gehen. Genau, das ist immer mit.